Bürgerinnen und Bürger der Stadt und des Landkreises Kassel, liebe Mitglieder des Kasseler Bürgerpreises Das Glas der Vernunft, liebe Gäste der Preisverleihung, bitte begrüßen Sie mit mir sehr herzlich die Preisträgerin 2024 des Kasseler Bürgerpreises Das Glas der Vernunft, Dr. Carolin Emcke. Ist hervorzuheben, dass es der Jury dieses Bürgerpreises nunmehr zum 33. Mal gelungen ist, im intensiven Dialog zu einer konsensualen Entscheidung zu kommen und dabei einmal mehr ein wichtiges Ausrufezeichen in der richtigen Zeit. Aus juristischen Gründen bislang noch nicht abgeholt werden. Es handelt sich um das Glas der Vernunft, das 2016 an Edward Snowden verliehen wurde. Es wurde bislang im Kasseler Stadtmuseum verwahrt, wo es aus profanen Gründen nicht mehr bleiben kann. Wir haben daher entschieden, darauf möchte ich hinweisen, dass es künftig im Rathaus seinen Platz finden soll, bis Herr Snowden eines Tages mit freiem Geleit oder sogar als freier Mann es hoffentlich in Empfang nehmen kann. Ausgebildete Fachkräfte, Ihr Deutsch ist vielleicht noch nicht perfekt, weil Ihnen ein Krieg oder eine Flucht dazwischen kam. Aber viele von Ihnen sind Experten auf einem Gebiet, dessen Relevanz wir noch nicht erkannt haben. Weil wir so blind sind in unserem Wunsch, uns abzuschotten und sicher zu fühlen, in einem Nationalstaat, einem Konzept des 19. Jahrhunderts, sehen wir nicht, dass wir Ihre Expertise auf dem Gebiet des radikalen Verlustes jetzt, davon können Sie ein Lied singen. Sie, die nicht nur alles, sondern auch Ihre Heimat verloren haben. ExpertInnen des radikalen Verlusts, mögen sie aus der Ukraine kommen, aus Afghanistan, aus Syrien, mögen sie andere Geschichten überlebt haben oder gerade ein Hochwasser. ExpertInnen des radikalen Verlusts in einer Zeit grenzenloser Unsicherheit, eine neue Jobbeschreibung. Wer spricht eine Einladung aus und wer bewirbt sich? Für ein gemeinsames Nachdenken darüber, wie es jetzt weitergeht und wie wir diese außergewöhnlichen Texte, die wir haben, die allgemeinen Menschenrechte und das deutsche Grundgesetz, wie wir sie bewahren vor denen, die sie kürzen und umschreiben wollen, wie wir sie retten vor den Faschismus. Zu stehen und eine Laudatio auf Carolin Emcke zu halten. In wirklich jeder Hinsicht. Carolin und das Glas der Vernunft. Ja, dachte ich, das passt. Und das kann ich vielleicht sogar ganz gut erklären, wieso das passt. Weil ich ihr Schreiben ganz gut kenne. Ich danke Ihnen, so also gratuliere Carolin Emcke. Mir freiliegt und den demokratischen Kompass in dichten wie unruhigen Zeiten ausrichtet. Sie spricht eine Sprache, die Hass und Gewalt etwas entgegensetzen kann. Indem sie erzählt, begibt Carolin Emcke sich auf die Suche nach dem, was wahr ist. Sie findet ihren Rhythmus. Ausweiten. Ganz herzlichen Dank an alle, die diese Tradition des Glas des Vernunft geschaffen haben und die diese Tradition Jahr für Jahr weiterführen und damit eben nicht Menschen auszeichnen, nicht Personen auszeichnen, sondern das, ich kannte Martins Rede vorher Sie nicht, zieht aus ihrem Bann wie jede wahre, wahrhaftige Musik und auch das brauchen wir als Demokratie. Wir müssen uns wirklich einlassen auf das, was wahr ist. Wir dürfen uns nicht ablenken und verformen lassen von all dem, was unwahr ist, was gelogen wird, was allein zur Verachtung dienen soll. Wir müssen uns hörend öffnen füreinander. Wir müssen bereit sein, das ursprüngliche Thema, die Unantastbarkeit der menschlichen Würde, in seinen Variationen zu erkennen und empathisch zu werden für die menschliche Vielfalt. Das ist, was nicht nur musikalische, sondern auch universale Humanität bedeutet. Vielen Dank.